Das sieht man von mir nicht, das ist auch ganz gut. Ja, wieder vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Diskussionsfäden, die aufzunehmen sehr interessant wäre. Mich hat vor allem eine Zahl beeindruckt, die 92,2%, die bei dem Referendum 1991 dafür gestimmt haben, dass die Ukraine ein unabhängiger Nationalstaat wird. Und dann die verschiedenen Grafiken, in denen du die mannigfaltigen Spaltungen der Ukraine heute gezeigt hast, sprachlich, kulturell, politisch und so weiter und so fort. Und das könnte man auch fortsetzen, wirtschaftlich und auf einer ganzen Reihe anderer Ebenen. Und da drängt sich ja schon die Frage auf, was lief da schief? Warum ist es in der Zeit bis zur Orangenen Revolution oder vielleicht auch bis jetzt in den Herbst nicht gelungen, sowas wie einen Nationalstaat mit einer zumindest in Grenzen vorhandenen nationalen ukrainischen Identität zu schaffen, sondern warum haben sich offensichtlich diese ja sicherlich irgendwie ethnisch, ökonomisch, politisch, historisch angelegten zentrifugalen Kräfte eher noch verstärkt. Es gibt ja viele Beispiele von Nationalstaaten in Europa, die trotzdem funktionieren. Was lief da schief? Naja, eigentlich lief da nicht viel schief. Weil, obwohl, also trotz dieser Unterschiede, die es dort vorherrschen, auch sprachlich, konfessionell und so weiter und so fort, ist es ja der Ukraine gelungen, also über 20 Jahre hinweg, also friedlich nebeneinander zu leben. Und auch die Ostukraine und auch die Südukraine, vielleicht schon immer mit der Ausnahme der Krim, verstehen sich durchaus als Ukraine. Auch laut den Umfragen, also was sind sie von Nationalität her oder was sind sie von Staatsbürgerschaft her, haben sie auch immer angegeben, sie sind Ukrainer. Also das war immer so ein bisschen unüberwindbares Problem, war das mit der Sprache, weil der Osten und der Süden, die sprechen wirklich kein Ukrainisch. Also das ist so, es ist vorgeschrieben, beispielsweise in den Schulen und in den Universitäten, die Prüfung auf Ukrainisch abzunehmen. Aber unterrichtet wird auf Russisch, weil die Lehrer und die Professoren eben kein Ukrainisch sprechen. Ja? Das ist alles etwas seltsam, aber so funktioniert das da. Und das war im Endeffekt so mit das einzige Problem gewesen, was jetzt eben durch dieses Sprachengesetz eigentlich gelöst worden ist. Und bis vor einem Monat war auch im Osten des Landes nicht die Rede davon, sich abspalten zu wollen. Ne? Auch im Rahmen der Revolution in Orange, also diese Spaltung, gespaltenes Land und die Ukraine zerbricht. Man hat das auch mal innerhalb der Ukraine gesagt, das waren so Berichte, die hauptsächlich auch in die westeuropäischen Medien gebracht worden sind. Dort war nie die Rede von der Abspaltung gewesen. Und auch jetzt ist das ein bisschen unklar, bis vor ein paar Tagen. Also eigentlich, was möchten die Ostukrainer jetzt, also oder diese Separatisten, wie sie genannt werden, die wollen ein Referendum jetzt am Sonntag stattfinden lassen. Ne? Also wo es halt auch darum geht, möchte man zu Russland gehören, möchte man nicht zu Russland gehören. In diesem Fall hat aber Putin nicht gesagt, dass die Ostukraine oder die Region Donetsk oder wer auch immer da in die russländische Föderation aufgenommen wird. Allerdings ist es halt so, dass es auch für ihn ein bisschen gefährlich ist, dieses Referendum durchzuführen, weil im Osten Ukraine ist man eben nicht einheitlich der Meinung, dass man zu Russland gehören möchte, sondern sogar ganz im Gegenteil. Also der Osten der Ukraine ist halt geprägt durch Industrie, durch Kohlewerke und so weiter und so fort. Die ganzen großen Unternehmen sitzen dort. Also sprich, wer da die Macht hat oder das Wort hat, sind die Oligarchen. Und die ukrainischen Oligarchen sind sich überhaupt nicht interessiert, sie irgendwie, dass sie jetzt Russland untergeordnet werden. Weil was hat Putin damals gemacht mit dem Fallbeispiel Hodorkovsky? Der hat in Russland, naja, wie so ein ungeschriebenes Gesetz statuiert, ihr könnt Oligarchen sein, wie ihr wollt, aber bitte nicht in der Politik. Nun ist das aber so, wie vorhin schon erwähnt, dass die ukrainischen Oligarchen auch die Politiker sind. Das heißt, würde gleich zwei Probleme geben. Sie hätten politisch nichts zu sagen und dann, was noch viel schlimmer ist, sie müssten sich den russischen Oligarchen unterordnen. Ne? Und die russischen Oligarchen sind in der Regel auch noch ein bisschen reicher. Das heißt, sie fürchten alle um ihre Imperien und der reichste Ukrainer, also Akhmedov, hat jetzt auch gerade gestern wieder die Ostukrainer dazu aufgefordert, eben da wieder Ruhe zu schaffen und eben mit der Regierung in Kiew vielleicht versuchen, Dialog zu finden. In der Tat, also eskalierte die ganze Situation erst also mit dieser Krise, ne? Also mit dieser Übergangsregierung, dadurch, dass sie sich gar nicht gehört fühlen, dadurch, dass also diese Teile des Landes sich gar nicht repräsentiert fühlen, nach wie vor auch an diese ja, russlandfreundlichen
politischen Richtung anhänglich sind. Erst das hat eben dazu geführt, dass es dort die Situation so eskaliert. Ja, die Eskalation der Situation, das fand ich auch sehr anschaulich, wie du das dargestellt hast. Das waren für mich auch neue Informationen, zum Teil, wie diese Übergangsregierung vielleicht unglücklich oder glücklos oder vielleicht auch bewusst falsch agiert hat. Aber trotzdem wäre meine Frage nochmal, wenn man jetzt mal eine historische Figur wie diesen Stepan Bandera nimmt und sieht, dass der in verschiedenen Landesteilen der Ukraine eine völlig andere historische Figur darstellt, also der Nationalheld in manchen Teilen der Ukraine, der faschistische Kollaborateur in anderen Teilen der Ukraine, und gleichzeitig mal annehmen will, dass sowas wie eine minimale Verständigung über die eigene nationale Geschichte Voraussetzung für eine funktionierende Nationalstaatlichkeit ist, dann ist doch da irgendwas schiefgelaufen. Ja klar, also wie vorhin schon erwähnt, die Ukraine gibt es ja seit 1945 überhaupt in die Grenzen, seit 1991 quasi als freies Land, also wo eben nicht von einer Zentralregierung in Moskau auch die Geschichte oder die Geschichtsschreibung und der politische Kurs auch diktiert wird. Und aufgrund der unterschiedlichen Geschichte gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt in der Ukraine, also eigentlich müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt den Westen, der eigentlich relativ klein ist. Ne? Also die meisten Bürger leben auch in der Mitte, im Süden und eben im Osten der Ukraine. Aber diese Westukrainer sind wirklich sehr aktiv. Ne? Also die sind auch sehr temperamentvoll und haben das in sich. Und gerade da sind auch die großen Unterschiede, was die Geschichtsbetrachtung, Geschichtsauslegung ist. Also wir haben jetzt in zwei Tagen den 9. Mai, also das ist der Tag des Sieges, der eben in der Sowjetunion ganz groß gefeiert wird, in Russland nach wie vor, eigentlich auch in der Ukraine, wo eben nur der Westen ein bisschen ausschert. Klar, also das ist bislang in der Tat nicht gelungen, weil man keine Kompromisse gefunden hat. Es ist auch schwer, Kompromisse zu finden, also weil für die einen ist also zum Beispiel Stepan Bandera ein knallharter Nazi, also ne, der damals mit der Wehrmacht kooperiert hat, für die andere ist er aber ein Nationalheld, der eben versucht hat, Ukraine zu befreien, sowohl von den Deutschen als auch von der Sowjetunion und eine unabhängige Ukraine zu gründen. Es ist aber so, dass es auch durchaus Gemeinsamkeiten gibt, zum Beispiel die Kosaken, der Kosakenmythos. Ne? Also die Kosaken, diese Reiterarmee, die auch schon immer für freien Geist, ukrainische Unabhängigkeit, ukrainische Freiheit gestanden haben, die werden in allen Landesteilen gleich interpretiert. Oder der Fluss Dnieper, also der durch Kiew fließt, auch dort ist man sich einig, das ist der Fluss, der eben die links- und rechtsufrige Ukraine miteinander verbinden. Also es gibt da schon Parallele, aber eben so, es ist halt schwierig in einem Land, in einem Staat, in einem sehr jungen Staat, ne, seit 1991 mit vorher zersplitterten Teilen, so schnell miteinander zu einigen, so schnell eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache und zu etablieren. Wie gesagt, bislang auch innerhalb der Wissenschaft galt Ukraine immer so als das Paradebeispiel. Ne? Also alles friedlich, man hat alle gut integriert, alle 110 Völker und Ethnien leben perfekt miteinander. Ja, und nun hat das Ganze ein anderes Gesicht angenommen. So, jetzt haben Sie das Wort. Da gibt es die erste Wortmeldung. Der Internationale Währungsfonds, soweit ich informiert bin, hat ja auch versprochen, Geld zu geben. Wo geht das Geld dann hin? Das ist eine gute Frage, die sich auch sehr viele Ukrainer stellen. Also ich kann Ihnen vielleicht noch vorweg vielleicht dazu sagen, wenn Sie jetzt die ukrainischen, die russischen und die deutschen Nachrichten sich anschauen, ne? Also was die Krise anbetrifft, Sie denken, Sie gucken drei verschiedene Ereignisse. Also das ist alles also wirklich komplett unterschiedlich, alle drei Berichterstattungen. Ja, in der Ukraine gibt es da halt verschiedene Mutmaßungen, ne? dass man zunächst gewährleisten möchte, dass die Renten weiterhin ausgezahlt werden. Also ich weiß das aus erster Hand von meiner Oma, dass die Rente tatsächlich noch ausgezahlt wird. Aber es gibt halt auch seit einigen Wochen große Berichte in allen inländischen Zeitungen, dass das Geld hauptsächlich in die Armee investiert werden soll. Und das ist jetzt natürlich so eine... ist die Frage, ist das Geld wirklich für solche Zwecke gedacht? Wird das Geld dafür eingesetzt? Interessanterweise auch über die offiziellen Nachrichtensender wird halt verkündet, wofür in der Armee auch das Geld eingesetzt wurde. Bislang für Socken und Heftklammern. Also was natürlich dazu führt, dass viele Ukrainer sagen, naja, ist ja klar, also das ist wieder so ein korruptes Mechanismus, weil wer kann Socken zählen, wer kann Klammern zählen, ne? Also man weiß halt
nicht wofür das Geld nachher tatsächlich eingesetzt wird. Aber es wird jetzt doch schon sehr stark betont, dass sie damit eben die Armee ein bisschen modernisieren wollen, weil, wie sie vielleicht auch verfolgt haben, die ukrainische Armee ist nicht besonders stark. Das Problem ist halt auch an der eingesetzten Armee, woher haben überhaupt diese radikalen Aufständischen im Osten die Waffen? Also mittlerweile haben sie ja Panzer, Hubschrauber und. Also einerseits, klar, kann man spekulieren, kommt aus Russland. Andererseits gibt es Waffenhändler überall und es sind auch schon wirklich also Tatsachen rausgekommen, dass die ukrainischen Armeeangehörigen die Sachen weiterverkauft haben oder auch einfach den Aufständischen überlassen haben. So, vielleicht sammeln wir ein bisschen. Ich habe hier noch eine Wortmeldung. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, welche Rolle spielt Amerika? Wahrscheinlich keine gute. Und die zweite Frage ist, wie unterscheidet sich von der Sprache des Ukrainisch vom Russischen? Okay, dann die Dame. Vielleicht würde ich gerne wissen, was wissen Sie über die Polizei? Welche Stellung hat die Polizei und das Militär und wie sind die Tendenzen? Vielleicht noch eine dritte, der Herr hinter Ihnen. Ja. Ja. Ja, wenn die beiden Fragen waren verrückt sind, werde ich. Die Frage ist, Wobadis haben Sie gesagt, Wobadis Ukraine, wohin gehst du? Ich würde eigentlich die Frage vorstellen, wohin sollst du gehen, Ukraine? Sollst du, mach doch, was du willst, oder soll der Russe die Ostukraine nehmen, jetzt hat er ja die Krim, oder sollen wir uns wirklich einmischen, sollen wir die Gelder geben, nicht damit sie überhaupt auf die Beine, die, so wie Sie sagen, korrupt, die versickern, das ist nicht ein Fass ohne Boden, das ist ein Fass ohne Boden und ohne Wände. Was sollen wir da machen? Und Sie haben auch sehr, das kann ich nachvollziehen, 20 Jahre regiert sich die Ukraine seit 1991, wie viel sind so in etwa nicht, selbst. Wie kann ein Land in 20 Jahren lernen, das Volk mitzunehmen, das Volk zu regieren? Müssen wir da nicht 50, 100 Jahre oder noch mehr warten? Wie lange hat Deutschland gebraucht, bis es ein Land war, was zunächst mal eigentlich, wenn wir vom 17. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert als Bismarck die Einigung brachte. Nicht, was hat das? Das ist, und ich glaube auch, viele sagen Sie auch was dazu, diese Aktionen der Deutschen, der Steinmeier ist ein großartiger Außenpolitiker, finde ich, aber musste er sich da einmischen? Mussten die auf dem Maidan mit dem Klitschko zusammen sein? Muss man nicht die Ukraine einfach mal machen lassen, mit dem Putin sprechen? Sollte man mit dem Putin nicht mal sprechen und sagen, Putin, lass doch die Ukraine mal nicht, jetzt lasse doch mal irgendwie noch 20, 30 Jahre, vielleicht hol dein Janukowitsch zurück. Warum muss man den? Okay, ich glaube, Sie haben schon genug zu tun, die Fragen bis jetzt zu beantworten. Vielen Dank. Ja, vielleicht die erste Frage, die einfachste Frage, Sprachunterschied Russisch-Ukrainisch ist so in etwa wie Deutsch und Niederländisch. Also das ist so, dass die Ukrainer alle Russisch verstehen, schon allein, weil sie russische Medien gucken, ne, weil sie alle russische Musik hören und weil nach wie vor, also selbst die nachkommende Generation, die nicht mehr russischsprachig aufgewachsen ist, ist schon der Sprache mächtig, zumindest was das Verständnis anbetrifft. Aber wenn die Russen verstehen die Ukrainer nicht, also wenn sie wirklich Ukrainisch sprechen, dann also so vielleicht einzelne Phrasen, einzelne Wörter. Ja, zu der Rolle der USA, es ist halt schwierig, also es gibt verschiedene Spekulationen, ne, dass die USA auch die Maidan-Bewegung mit unterstützt haben und mitfinanziert haben, dass die USA jetzt auch immer wieder, das ist jetzt kein Gerücht mehr, sondern auch ein Faktum, eben auch aus den Geheimdienstleute dorthin entsenden, Berater in die Ukraine entsenden. Das ist halt schwierig zu beurteilen, inwiefern sie finanziell da wirklich drinstecken. Also Kontoauszüge hat mir leider keine Demonstranten geschickt, sodass ich das jetzt wirklich sagen könnte. Allerdings, die Rolle der USA ist vielleicht insofern zu sehen, es ist im Endeffekt findet in der Ukraine, das ist nur ja, vielleicht ein Schlachtfeld oder ein Feld, wo eben die Kräfte gemessen werden zwischen Russland und den USA. Ne? Weshalb auch vielleicht die Europäische Union, um vielleicht auch auf Sie zurückzukommen, auch ein bisschen raus ist. Weil eigentlich, natürlich wird jetzt wieder
in den Medien darüber kommen Berichte, was in der Ostukraine passiert. Aber eigentlich, ne, also was dort stattfindet, betrifft immer nur Russland. Also es ist, eigentlich hat Russland die Rolle ein bisschen übernommen und die Ukraine auch irgendwo auch negativ die Show gestohlen. Es waren alle Sanktionen nur gegen Russland verhängt. Es ist immer nur die Rede davon, wie kann man Russland bezwingen, obwohl es noch, vermutlich ist das sogar so, aber eigentlich gibt es keine Beweise, dass Putin da jetzt wirklich seine Kräfte oder seine Milizen in die Ostukraine entsandt hat. Also bis jetzt sind das wirklich nur Spekulationen und Mutmaßungen und so weiter und so fort. Und die Rolle der USA, naja klar, also die versuchen da jetzt, vielleicht ist das so eine Art so Great Game. Also wer hat jetzt dort mehr das Sagen? Und die momentane Übergangsregierung wendet sich auch derzeit jetzt schon direkt an die USA und umgeht die Europäische Union. Also das war vor ein paar Monaten noch ein bisschen anders gewesen. Von der Europäischen Union ist man in der Ukraine vielleicht jetzt doppelt und dreifach enttäuscht, also zumindest innerhalb der Bevölkerung. Das war schon einmal 2004, auch da hat man sich viel mehr versprochen. Also das ist nicht nur der Beitritt, der bei den Menschen dort in den Köpfen rumgeistert, sondern man denkt halt, die Europäische Union, das ist so etwas wie Paradies. Also es geht dort allen gut und jetzt kommt die Europäische Union und hilft uns und verändert hier alles. Und die Europäische Union liegt vor allem Geld. Ne? Also darum geht's. Und wir können alle frei reisen, weil das ist ja nicht so einfach, ein Schengen-Visum für die Ukraine, für die Europäische Union zu bekommen. Ja, dieses Mal war das genau das Gleiche. Man hat eigentlich lange auf die Europäische Union gewartet, weil so wie der Konflikt ja abgelaufen ist, es fing ja schon Ende Dezember an und Putin hat sich ja erst so Mitte, Ende Februar überhaupt zum ersten Mal zu der ganzen Situation geäußert. Warum? Es liefen gerade die Olympischen Spiele in Sochi. Er war natürlich daran interessiert, dass die Heiligen Spiele auch gut ablaufen. Er hatte schon vorher genug Schelte eingestreckt, also von der internationalen Gemeinschaft. Und in der Zeit, also das ist auch die Frage, die sich auch viele ukrainischen Politikwissenschaftler stellen, wo war die Europäische Union, wo war die USA? Also das waren quasi zwei Monate, wo man hätte auch aktiver was vielleicht machen können und aktiver auch den, dort an der Bildung der Regierung beistehen können. Ja, Tendenzen, Militär und Polizei. Ja, wie man ja sieht, also es gibt immer viele Überläufer. Also sowohl die Polizei als auch das Militär sind überhaupt nicht loyal gegenüber der Kiewer Regierung. Jetzt hat man ja schon Einheiten zusammengestellt, also ausschließlich aus der Westukraine, weil alles andere, auch Zentralukraine, Südukraine, Ostukraine, hat nichts gebracht. Also viele machen entweder nicht mit oder laufen sogar über. Auch das ist ein Problem der Korruption, auch das ist ein Problem der Armut, weil vielleicht habe ich das wohl nicht ganz deutlich hervorgebracht, Ukraine ist auch ein sehr armes Land. Ne? Also es gibt dort einfach Menschen, die wirklich Multimillionäre oder Multimilliardäre sind, aber ansonsten ist Ukraine ein sehr, sehr armes Land. Also die Menschen geht es dort nicht gut und dadurch, dass sie halt gar kein anderes Leben kennen, außer halt dieses, ja, dass alles über korrupte Machenschaften funktioniert. Vieles verstehen sie dort auch gar nicht als Korruption. Die sagen, das ist halt so, das ist normal, Gefälligkeiten, ach Gott. Also so kennen wir das, das ist für sie völlig in Ordnung. Und gerade, also wer zu den korruptesten Bereichen überhaupt gehört, ist eben gerade die Polizei. Ich würde gerne noch eine Frage direkt anschließen. Wenn wir jetzt mal annehmen, zwei Dinge, wir lassen mal die Krim, also die eindeutig völkerrechtswidrige Annexion der Krim, außen vor. Und wir gehen mal davon aus, dass alle internationalen Akteure, also die USA, die Europäische Union und Russland, ihre eigenen Interessen zurückstellen und stattdessen auf die ihnen nahestehenden Kräfte einwirken zu einer friedlichen und zukunftsweisenden Einigung zu kommen. Wie könnte eine solche Einigung aussehen? Also was müsste sozusagen, was müsste die Übergangsregierung mit den Kräften im Süden und im Norden der Ukraine und den übrigen politischen Kräften in der Ukraine für ein Szenario vereinbaren, was sozusagen dauerhaft, nachhaltig zu einer Stabilität und Eingebundenheit aller Regionen führen würde. Momentane Situation ja so, dass die Zentralregierung in Kiew ja überhaupt nicht mit dem Osten spricht, also auch mit den dortigen radikalen Kräften, also es findet überhaupt kein Dialog statt. Dann ist noch ein nächstes Problem, Moskau spricht wiederum nicht mit der Zentralregierung in Kiew, also weil sie diese gar nicht anerkennt, also als legitim gewählte Regierung. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, also Neuwahlen durchzuführen, aber eben nicht nur die Präsidenten neu zu wählen, sondern auch gleich das Parlament mit neu zu wählen. Und was man aber vielleicht schon davor tun könnte, das
hat die Ukraine ja schon ein paar Mal vorgelebt, wie schnell das geht, dass man vielleicht auch die Übergangsregierung auflöst, eine neue Regierung gründet, und zwar mit den Vertretern meinetwegen aller Parteien. Also eben auch die Partei der Region mit reinnehmen, oder auch, es gibt auch noch andere Parteien, die im Osten anerkannt sind, so dass alle Parteien mit der Wurzel sitzen und dass man dann überlegt, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das ist halt auch das große Rätsel, warum macht man das nicht? Ne? Also warum hält man eben an diese Zwei-Parteien-Regierung fest, zu einem, dass da halt eben doch eine ja, rechtspopulistische, nationalistische Partei auch mit vertreten ist. Und das ist nämlich auch sehr interessant, weil ja, laut den Gesetzen oder den Richtlinien der Europäischen Union heißt es auch, dass man mit rechtsradikalen, rechtspopulistischen Parteien nicht, also keinen Wahlkampf zusammen betreiben kann und schon gar nicht korrelieren. Ne? Und in diesem Punkt irgendwie hält sich die Europäische Union schon von Anfang an sehr zurück. Doch, nochmal. So, wir haben noch eine ganze Reihe von anderen Wortmeldungen. Entschuldigung, die Dame in Blau hatte sich noch gemeldet. Ja. Ja, aber die Frage wurde ich schon beantwortet. Bitte? Wurde die Frage schon beantwortet? Nee, noch nicht. Die kannst du nicht beantworten. Ach so. Das war auch eine große Frage. Soll man die Ukraine sich selber überlassen? Also soll man die Ukraine sich selber überlassen? Ich glaube, es ist zu spät, die Ukraine sich selbst so zu überlassen. Allerdings muss man halt gucken, wo liegen die tatsächlichen Probleme. Ne? Also ist das wirklich nur jetzt das böse Russland, was da jetzt irgendwie Unwesen treibt? Oder hat die Ukraine vielleicht wenigstens Teilschuld daran? Aber was kann man jetzt in der Ukraine machen? Man kann höchstens jetzt beratende Funktionen übernehmen. Man kann vielleicht wirklich in die Richtung plädieren, eben Neuwahlen vom Parlament, Neuwahlen von Regierung, Neuwahlen vom Präsident. Man kann da halt schauen, also wie man sie unterstützt, dort eine funktionierende Marktwirtschaft auf die Beine zu stellen. Alles andere kann man nicht machen. Das sind ja eben politische Angelegenheiten. Ne? So, jetzt hatte sich die Dame in Blau gemeldet. Ja, also meine Frage, die ist schon ein bisschen einkommen. Inwieweit sind die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine wirklich von Putin unterstützt? Oder wie kann man das einsehen, ob der Staat, der Waffen beisteuert und inwieweit geht es von Russland aus und warum? Also es war ja gerade die außenpolitische Konferenz in Wien oder die Tagung des Europarats und da fordert der Russland, dass die Separatisten mit an den Tisch kommen, also mit Spanien. Mhm. Warum nicht? Also, das verstehe ich auch nicht. Das dann, wer sagen wir dann ein bisschen? Okay, okay. Noch so viele Redebedarf. Der Herr nebendran? Ja. Ja, ich wollte dazu nur sagen, mir scheint hier die Rolle Russlands total unterzugehen. Wir reden hier von Amerika und so weiter. Und Sie hatten die Frage gestellt, was unterscheidet das Jahr, als die Unabhängigkeit, als 92% für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt haben, der Gesamtbevölkerung, zu heute? Was ist da passiert? Ich sage Ihnen ganz einfach, da hat es noch den Putin noch nicht gegeben damals. Ja? Der Putin hat jetzt der Versuch, ganz sehr stark Einfluss auf die Ukraine zu nehmen. Hier ist ein Ost-West-Konflikt, wo die Ukraine mittendrin eben hier als Pufferzone benutzt wird. Und ich sehe weniger jetzt hier die europäische Seite, ich sehe ganz stark den russischen Einfluss. Der Putin hat Russland jetzt selber zu einem diktatorischen Staat ausgebaut. Das, wenn sich jemand mit Russland informiert, dann weiß er, wovon ich rede. Und das gleiche wird implantiert in der Ukraine. Ja? Und das ist auch die Frage, ob da Waffen in die Ukraine geliefert werden von Russland. Es ist eindeutig erwiesen, ja? Wenn Sie die Bilder von der Krim gesehen haben, wie sind die sogenannten grünen Männchen, die hier voll bewaffnet, die sind noch nicht vom Himmel gefallen oder nicht aus dem Boden geklettert. Die sind von, der Putin hat sie übrigens dann auch letztendlich auch bestätigt, dass es seine Leute waren aus Russland. Und das gleiche Szenario wird jetzt auch in der Ukraine gemacht. Putin marschiert nicht in die Ukraine rein, wegen diesen ganzen Aktionen, aber er versucht auf diese Tour wieder, eine Instabilität erzeugen in der Ostukraine. Die Ostukrainer, die haben bisher friedlich in der Ukraine zusammengelebt, die haben sich alle als Ukrainer gesehen, keiner wollte nach Russland. Und jetzt kommen da irgendwelche Banditen daher, die sich vermummen. Die Sie sollen Fragen stellen. Sie sollen Fragen stellen, dass Sie die Referentin sprechen. Ich habe Sie einen Vortrag jetzt von Ihnen, das brauchen wir doch gar nicht. Diese Waffen sind auf jeden Fall nicht von Amerika geliefert. Okay, ich habe Ihre. Danke. Der Statement war klar. Wir haben hinter Ihnen der Herr an der Wand noch eine Wortmeldung und dann wird wieder mal die. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Frage bezüglich USA. Wir müssen auf das Jahr 1990, 1991 eingehen.
Denn damals, als der Kommunismus niederging, wurde, und in Berlin genau fiel, wurde von Seiten der USA versprochen, dass es keine Osterweiterung der NATO gibt. Sehen Sie, das wurde nicht vertraglich, aber das wurde per Handschlag sowohl bei Genschow abgesprochen als auch mit Gorbatschow. Daran hat man sich nicht gehalten, die Osterweiterung hat stattgefunden. Es gibt ein großes politisches Konzept der USA. Das Konzept heißt, nachdem die Chinesen sich immer weiter von der USA entfernen, jetzt machen sie sogar schon mit Russland, Geschäfte und umgehen die Leitwährung des Dollars. Sie rechnen jetzt über die chinesische Währung ab. Das fängt an. Die BRICS-Staaten, die sich zusammenschließen und führen Chinas und Russland, sind eine große Gefahr für die USA. USA braucht die Freihandelszone in Europa. Das ist notwendig. Aber vielleicht auch an die Bitte an der Frage zu kommen. Sehen Sie, wenn wir jetzt weiterdenken, seit einigen Jahren schießt sich die westliche Presse, die westlichen Medien auf Putin ein. Das kann man richtig beobachten. Welche Frage bitte? Meine Frage ist nun folgende. Ob in der Ukraine sich nicht ein Spiel abspielt, wobei die Europäer keinerlei Rolle dabei spielen, nur Statisten sind, warum tauchen Joe Biden vor Vereinigten Tagen auf? Kerry war dort gleich am Anfang. Ein Spiel zwischen USA und dem asiatischen Komplex mit Russland und den anderen asiatischen Staaten. Okay, vielen Dank. Also das ist nochmal die Frage nach der Rolle der USA, die Frage nach der Rolle Russlands und die Frage nach der Repräsentation der ostukrainischen Separatisten. Bitte. Okay, ich fange mal mit der ersten Frage an, nach der Rolle der prorussischen Separatisten, warum sie nicht mit am Tisch geholt werden. Ja, ich vermute mal, es ist einfach schwierig für die Zentralregierung in Kiew, also die eigentlich, naja, komplett das Gegengewicht dazu bildet. Also die werden dort auch als Terroristen behandelt oder gehandelt. Also deshalb heißen die Einsätze der ukrainischen Armee dort auch im Kampf gegen Terror, also Einsätze gegen Terrorismus. Das kann natürlich die zentrale ukrainische Regierung nicht zulassen, um eben das Gesicht zu wahren, also zumindest vor ihrem Befürwortern, die im Übrigen jetzt auch immer schwinden. Also heute gibt es ganz laute Stimmen, dass man den derzeitigen Präsidenten wieder absetzt, Suchinov, weil man ihn eben für zu schwach und für handlungsunfähig hält. Auch mittlerweile auch in Westukraine sind die Stimmen immer lauter, also kritisch in Richtung der Zentralregierung in Kiew. Vielleicht zur Rolle Russlands. Es wäre jetzt so eine zu große Debatte. Man muss natürlich auch mal einen Unterschied machen zwischen Russland und Ukraine. Das sind zwei unabhängige Staaten, die sicherlich durch die Geschichte geeint sind, aber die auch unterschiedlich geprägt sind. Das sind auch unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche politische Kultur, die dort vorherrscht. Wenn Sie jetzt in Russland jemanden fragen, ob er das so empfindet oder den Großteil der Bevölkerung in einem diktatorischen Staat zu leben, werden Sie Nein hören. Also 37% der Russen laut den letzten Umfragen wünschen sich einen Präsidenten wie Stalin zurück. Im Übrigen, also von diesen 37%, 80% Menschen unter 21 Jahren. Ne? Also das ist sicherlich ist das Ergebnis davon, wie Geschichte in Russland auch unterrichtet und verbreitet wird oder eben an welchen Mythen auch die Eltern und die Großeltern festhalten. Es ist halt so, ob Putin jetzt tatsächlich daran noch interessiert ist, sich noch Ostukraine, also sozusagen in das Land zu holen, finde ich persönlich fraglich. Also mit der Krim hat er eigentlich schon genug Probleme, auch finanzielle Probleme. Ne? Und Russland ist auch kein reiches Land oder kein reicher Staat. Und also meine persönliche Meinung ist, dass Russland kein Interesse daran hat, die Ostukraine wirklich einzuverleihen. Wo ich ihn aber recht gebe, natürlich hat er außenpolitisches Interesse. Also die Ukraine, Weißrussland, überhaupt die ehemaligen Republiken der Sowjetunion mit der Ausnahme Baltikums, werden auch in Russland, auch in den offiziellen außenpolitischen Dokumenten, als das nahe Ausland bezeichnet. Ne? Also es gibt das Ausland und das nahe Ausland. Also das spricht natürlich auch schon Bände, dass er dort versucht, weiterhin Fuß zu behalten und weiterhin Einfluss auszuüben. Allerdings, also was halt so Sachen anbetrifft wie Waffenlieferung und inwiefern da wirklich russländische Soldaten an der Macht sind,
Weiß ich nicht, also wird vermutlich irgendwann mal bewiesen werden oder halt auch nicht, aber momentan gibt es ja keine eindeutigen Fakten oder keine eindeutigen Hinweise darauf und deswegen, also bin ich da persönlich halt sehr vorsichtig. Ja, die Rolle der USA, genau, also es ging um die NATO-Osterweiterung und um eben dieses, naja, Versprechen, dass es nicht an die Grenzen so nah an Russland kommt. Einerseits ja, andererseits wurde das nie wirklich gesetzlich vertraglich festgehalten und man muss vielleicht auch dazu sagen, die Welt verändert sich, ne? Also es verändert sich alles ständig, also alles ist in Bewegung und auch solche Sachen können dann auch einfach mal passieren. Also ob das jetzt für Russland, aber andererseits muss man halt natürlich dazu sagen, jeder Staat ist ein souveräner Staat, jeder Staat kann das mitentscheiden. Der Beitritt der baltischen Staaten zu der Europäischen Union und zur NATO war noch freiwillig gewesen. Also es waren eben die Entscheidungen, demokratische Entscheidungen der dortigen Regierung und das muss man einfach akzeptieren. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch ganz viele Wortmeldungen, deshalb würde ich um knappe Statements oder Fragen bitten. Wir fangen mal hier vorne mit Joscha Frey. Ich mache. Zwei Fragen. Wieso hört man so wenig von der UNO in dieser Situation? Mhm. Welche Rolle könnte sie dort spielen aus Ihrer Sicht? Und welches Profil müsste ein ukrainischer Politiker mitbringen, damit das Volk ihm eine Lösung zutraut? Also wie muss der aussehen, damit er ihm die Verantwortung übergibt? So, und jetzt die Dame hinter ihm. Endlich. Ich habe die Dame hinter ihm. Ich habe hier den Überblick. Ja, und dann sind Sie die Dame hinter ihm. Ich kann es auch kurz fassen, vielleicht ist es auch zum Teil schon angeklungen. Also die Welt ändert sich schon, nichtsdestotrotz ist es ja, kann man es schon als Provokation begreifen, dass die USA in dieses Spiel eingetreten sind, also jetzt von Seiten Russlands. Und also von meinen russischen Bekannten wird oft so dieser Wunsch geäußert, ob nicht die Ukraine irgendwie blockfrei sein könnte, um sozusagen diesen Zankapfelstatus nicht mehr zu haben. Halten Sie sowas für total unrealistisch? So, und jetzt bitte. Ich wollte Sie fragen, wie sieht es denn mit den Frauen aus, mit der politischen Beteiligung von Frauen? Gutes Thema. So, vielleicht noch eine letzte Wortmeldung, der Herr hinten. Ja, weil nur eine Anmerkung erstmal. Sie sagten, also die Darstellung der Oligarchen, kein Interesse dran haben. Aber wenn ich die letzten Meldungen so richtig verstanden habe, ist genau das der Knackpunkt, nämlich jetzt, dass sich die Arbeiter dort sagen, wir pfeifen auf diese Oligarchen und wenden sich, also sie machen es zu einem Arbeitskampf, sage ich mal, in der Richtung entwickelt sich das und das schlägt, wenn man die Stimmen so hört, also es sind ja immer nur Bruchstücke, die wir ja da bekommen, ist das so ein Umschlag, wo das, also die armen Leute sagen, lieber nach Russland und jagt die Fabrikherren zu Teufel. Also das ist ja das ist ein Element, was jetzt so aufkommt in den letzten Tagen. Punkt 1. Punkt 2 ist, was war denn das da eigentlich in Kiew? Also war das jetzt ein Putsch oder was? Was war denn in den Partei der Region? Die haben sich ja offenbar alles organisiert irgendwie. Ganz ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen das komische Gefühl, dass der sich ganz bewusst dann der zurückgezogen hat, und dann sagt so, jetzt macht den Scheiß alleine, und genau wissen, dass auch im Grunde dieser rechte Block in dem Moment furchtbar stark ist, weil er mehr oder weniger war, der den Maidan verteidigt hat. Und okay, also Ihre Frage war, war es ein Putsch? Ja, das ist es, darauf kann man das ja durchaus fokussieren. Die sind doch eigentlich alle erst, also das war doch nur polnisches Gebiet. Was sind das für Leute, die dort wohnen? Sind okay. Das doch ehemalige Polen oder was? Drei Fragen, viele Möglichkeiten zur Antwort, bitte. Ja, die Rolle der UNO. Das, genau, die Rolle der UNO. Ja. UNO hat ja einen Sicherheitsrat und Russland ist einer der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Das heißt, Russland hat dort schon eine sehr entscheidende Rolle. Und momentan, also das, was sich dort in der Ukraine abspielt, das sind ja schon bürgerkriegsähnliche Szenarien, aber man spricht noch nicht direkt von einem Krieg. Also das heißt, für einen UNO-Einsatz reicht das momentan auch rechtlich gar nicht aus. Und dann ist natürlich die Frage, was die Vetorechte sagen, Russland und China.
Also China hat ja offiziell eine Nicht-Einmischungs-Außenpolitik, also sprich, dass sie sich eigentlich nicht einmischen, die versuchen das immer irgendwie zu umgehen und kriegen das auf eine andere Art und Weise hin, wenn sie Interesse daran haben, einzumischen. Aber im Fall der Ukraine hat China halt eben wenig Interesse, dort etwas zu tun. Ja, ein Profil eines ukrainischen Politikers. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn das ein Politiker vielleicht irgendwie auch doch nach einem westeuropäischen Vorbild wäre oder meinetwegen auch nach mittelosteuropäischen Vorbild, denn auch Polen und Tschechien, da hat sich das eigentlich teilweise auch alles sehr gut entwickelt. Sie müssen sich das so vorstellen, wer ist überhaupt ein ukrainischer Politiker? Es ist jemand, der sehr viel Geld hat, weil das ist egal, auf welcher Ebene er tätig ist, ob das halt eine regionale, eine lokale oder eine nationale Ebene ist. Er muss Geld haben, weil alle Sitze dort gekauft und verkauft werden. Ne? Also man muss da schon vorher investieren. Wahlkampf, ja, kann man machen, muss man nicht. Auch dort wird schon vorher mit den Beteiligten, mit den wichtigen Personen, das ist wie so eine Korruptionspyramide, wie es dort funktioniert, auch wie die Wahl dort gestaltet wird, auch das funktioniert nicht. Das heißt, sie finden dort kaum zum Beispiel auch Lokalpolitiker, die sich tatsächlich irgendwie mit in einem Bowlingclub also sehen lassen, bei der Freiwilligen Feuerwehr mit unterstützen, irgendwo eine Ansprache halten oder ähnliches. Das sind meistens sehr abgeschirmte Persönlichkeiten. Viele Menschen wissen gar nicht, wo sie tatsächlich leben. Bei vielen ist es fraglich, ob sie überhaupt in der Ukraine leben. Ja, und in der Tat wäre es halt für die Ukraine sehr wünschenswert, wenn das selbst auf der, sozusagen auf der lokalen, auf der regionalen Ebene, dort werden auch sehr viele wichtige Entscheidungen getroffen. Und dort ist das auch, halt auch so, dass man die Leute dort persönlich kennt, dass auch Menschen die Möglichkeit haben, an der Politik mit dran teilzunehmen, die auch wirklich interessiert sind und die sich ausprobieren möchten. Es wäre vielleicht auch gut, wenn die ukrainischen Politiker weitergebildet werden, wenn da halt, also das ist auch zum Beispiel ein Teil, den die EU auch beitragen kann, ne? Also wir versuchen das von der Universität auch, also deshalb sind wir auch mal in die Ukraine gefahren, um eben darzustellen, wie kann eine Verwaltung effizient funktionieren, was bedeutet überhaupt Demokratie, ist das auf die Ukraine anwendbar oder nicht, wie kann man in kleinen Schritten gehen, was heißt Marktwirtschaft, weil das ist sehr vielen Menschen dort einfach fremd. Also ein typisch ukrainischer Politiker ist eigentlich nur an sein eigenes Wohl oder an das Wohl seiner Familie interessiert. Ja, Provokation seitens der USA, ob das so von Russland aufgenommen wurde, sicherlich wurde das so aufgenommen, also dass die USA dort provoziert, aber andererseits muss man auch sagen, tut Russland nicht das Gleiche? Also das ist schon eigentlich ja innenpolitischer Konflikt, ne? In dem sich halt eben zwei große Mächte, zwei sehr große Staaten auch sehr radikal einmischen derzeit. Eine blockfreie Ukraine wäre schön, aber momentan denke ich mal eher wenig denkbar, weil die Ukraine einfach von allen Seiten abhängig ist. Ne? Also wir sprechen hier auch wirklich über einen Staat, der vorher schon sehr arm war und nach dieser ganzen Krise, nach diesen ganzen Umwälzungen bettelarm geworden ist. Ne? Also die Ukraine hat halt eben nicht so das Glück wie Russland, eben über Gas- oder Ölvorkommen zu verfügen, welche gefördert werden können, also wodurch man halt Geld verdienen kann. Niemand will in die Ukraine tatsächlich gern investieren, nicht mal die Russen, also die meisten Ukrainer. Also das ist vielleicht auch interessant zu der Arbeitsmigration der Ukrainer, gerade im Westen der Ukraine. Die meisten Westukrainer sind nämlich in Russland oder in Italien tätig und verdienen ihr Geld dort, weil es in der Ukraine eigentlich kaum Betriebe gibt oder Großbetriebe gibt. Frauen und politische Beteiligung. Es ist halt so, dass ja, dieses Bild einer patriarchalischen Familie, also gerade auf Russland und Ukraine, nicht ganz so zuspricht, auch im Laufe der Geschichte. Also zu Hause war immer die Frau der Chef gewesen, ne? Also die das Sagen hatte und die dort den Ton angegeben hat. Es ist auch so geblieben. Naja, aus der Politik, so die dortige Meinung, sollten sich die Frauen aber eher raushalten. Ne? Also das sieht man jetzt auch an der Opposition, das sieht man auch an der Besetzung des Parlaments, auch schon vorher, ne? Also bevor diese Umwälzung kam. Auch an der Frau Timoschenko, die damals zwar die Wahl knapp gegen Herrn Janukowitsch verloren hat zur Präsidentschaftswahl, aber auch die wurde nicht besonders gut im Westen der Ukraine teilweise gewählt, weil man eben dort der Ansicht ist, naja, Frauen und also Frau als Staatsoberhaupt ist vielleicht nicht ganz so gut. Also diese Gleichstellung von Mann und Frau, zumindest in dem politischen Bereich, ist in der Ukraine noch nicht wirklich vorangeschritten. Ja, Arbeitskampf in Ostukraine, Sie haben völlig recht, also in den letzten Tagen ist das auch immer deutlicher zu hören und auch zu bemerken, auch in den ukrainischen Medien wird so berichtet, dass die Arbeiter sich von ihren Geldgebern, von den großen Fabrikbesitzern dort distanzieren
und denen auch die Treue absagen, die sie bisher eigentlich immer fortgelebt haben. Das hat was damit zu tun, dass man sich von denen in den Stich gelassen fühlt. Ne? Also man, das erste Ziel war ja gar nicht die Abkopplung der Ukraine, also der Ostukraine gewesen. Man wollte eben bloß wieder an der Regierung mitbeteiligt sein, man wollte seine Repräsentanten in der Übergangsregierung wissen und eben da waren die Oligarchen machtlos geblieben, obwohl die fast alle, so ziemlich alle, auch im Parlament sitzen. Und dann vielleicht auch zum Thema Partei der Region, ja, die meisten oder gehörten auch der Partei der Region an. Nach diesen Umwälzungen, nach diesen politischen Umstellungen der Ukraine ist es aber dazu gekommen, dass sehr viele Mitglieder der Partei der Region entweder plötzlich verschwunden sind oder die sind übergelaufen. Also das ist in der Ukraine im Übrigen auch keine Neuigkeit oder kein neues Phänomen, dass, naja, die wechseln die Fraktionen sehr, sehr schnell. Auch da spielt Geld wieder eine Rolle. Ne? Also und deshalb stellt die jetzt im Parlament auch keine Mehrheit dar. Weil theoretisch ist das Parlament ja genauso, wie es 2012 gewählt worden ist. Ne? Also die wurden ja nicht abgelöst oder rausgeschmissen oder sonst irgendwas. Sondern man schaut jetzt, okay, wie komme ich jetzt hier klar? Wie bringe ich meine Geschäfte irgendwie ins Trockene? Ne? Also das ist der Grund, warum sie sich da sehr passiv verhalten. Ja, und Westukraine, wer lebt eigentlich in der Westukraine? Ja, hauptsächlich Westukrainer. Also, was heißt Westukraine? Hauptsächlich Ukrainer. Also, es haben auch schon zu der Zeit, als Westukraine, die hat ja auch zu Polen gehört, auch zwischendurch zu Österreich-Ungarn. Sicherlich haben da teilweise auch Polen gelebt. Wenn man da zum Beispiel durch Lviv geht, hat man auch das Gefühl, man sei eher in Krakow oder also das Theater mutet ja dann doch sehr österreichisch an, aber in der Tat leben da hauptsächlich also zu 90% Ukrainer. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr schlage ich vor, dass wir jetzt noch eine ganz, ganz, ganz kurze Runde machen. 30 Sekunden Beiträge, nicht länger. Und dann hat unsere Referentin nochmal das Gelegenheit zu einem Schlusswort und dann werden wir auch nicht alle Fragen geklärt haben, aber vielleicht sind wir ein Stückchen weitergekommen. 1, 2, 3. Also ich würde gerne nochmal 3 bis 4 Monate zurückschauen und zwar, Sie hatten vorher schon gesagt, die EU und auch die USA hätten vielleicht aktiver handeln können. Meinen Sie, dass der Westen, von dem so oft in den Medien berichtet wird, versagt hat in dieser Hinsicht? Perfekte 30 Sekunden. Der Herr, eher touristischer Art. Gibt es eine Art kleinen Grenzverkehr zwischen Polen und der Ukraine? Und wie sieht der aus? 20 Sekunden, perfekt. Und jetzt noch hinten. Also ich habe bei der Berichterstattung hier in Deutschland immer, also ich nehme das sehr einseitig wahr. Es wird immer von Putin geredet und dann sagt man immer, ja, der macht, der ahnt, der möchte, der hat das vor. Ist die in den östlichen Ländern, ist die weicht die davon ab und glaubt sie, ob das irgendeinen gewissen Einfluss hat und auch auf den Konflikt haben könnte? Weil also ich habe das Gefühl, dass mir meine Meinung bezüglich dieses Konflikts von vorne weg vindiktiert wird, weil Putin ist der Böse und die USA sind die Guten, die jetzt hier kommen und die Krim irgendwie retten müssen. Okay, ich glaube, die Frage kam an. Vielen Dank. Okay, vielleicht erstmal zum Thema Versagen des Westens. Also es ist so, dass auch innerhalb der Europäischen Union mittlerweile zugegeben wird, dass dieser Handlungsakt, dieser Vorschlag der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens vielleicht doch ein bisschen ja, zu radikal gewesen ist. Also dass man die Ukraine vor die Wahl stellt, entweder EU oder Russland. Weil man braucht sich da nichts vorzumachen, auch die Europäische Union alleine kann in der Ukraine halt nichts ausrichten, weswegen man auch jetzt versucht, immer zunehmend irgendwie Putin mit an den Tisch zu kriegen und ihn vielleicht auch zu einer diplomatischen Lösung zu bekehren, zu bewegen. Also Versagen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Westen da versagt hat, weil das ist ein Konflikt, der eben aus der Unzufriedenheit der ukrainischen Gesellschaft entstanden ist. Ne? Also das ist etwas, was in dem Land selbst schon anscheinend über 20 oder 23 Jahre lang gebrodelt hat, jetzt zur Explosion gekommen ist. Von daher würde ich nicht vom Versagen des Westens sprechen, sondern vielleicht von einer zu starken Zurückhaltung in einigen Punkten. Weil der Westen hatte in dem Moment nicht zu versagen oder nicht da irgendwas zu bewegen, sondern vielleicht eher eine moderate Rolle einzunehmen, was auch viele westeuropäische Politiker auch versuchen, also allen voran die deutschen Politiker.
Grenzverkehr zwischen Polen und Ukraine, ja natürlich, also der ist sogar sehr, sehr rege, also der ist auf unterschiedliche Art und Weise sehr rege, zu einem sicherlich auch touristisch, zum anderen ist es so, dass nach dem Beitritt der Europäischen Union ja, hat es auch eben nicht nur positive Auswirkungen auf Polen gehabt, gerade auf Ostpolen, ne? Also auch dort wurden die Gehälter nicht unbedingt an die Preispolitik angeglichen, das heißt, sehr viele Ostpolen fahren die Westukraine zum Einkaufen oder zum Tanken und so weiter und so fort rüber. Und es ist nach wie vor, obwohl Polen ja auch zum Schengen-Raum gehört und es ist sehr schwer, ist ja ein Schengen-Visum zu bekommen, es gibt dort eine Ausnahme. Man kann da auch ein Tagesvisum, also als Ukrainer, bekommen. Und deshalb herrscht dann nach wie vor der rege Ameisenhandel, wie er genannt wird, ne? Also dass da halt eben Kleinhändler mit kleinen Taschen rüberfahren und umgekehrt eben auch. Also das ist halt nach wie vor geblieben. Ist zwar jetzt ein bisschen schwieriger, weil man dieses Visum, was man auch an der Grenze erhalten kann, jetzt nur zusätzlich bezahlen muss, aber das sozusagen liegt nach wie vor fort. Ja, Putins Darstellung in die Medien, naja, wenn Sie die russischen Medien aufschlagen, sehen Sie natürlich genau das Gegenteil, ne? Also Putin, der große Friedensstifter, also der ja immer zu diplomatischen Dialog aufruft und der sich halt eben von diesen ganzen bösen Menschen dort distanziert, der immer wieder darauf beharrt, ja, Ukraine muss jetzt alles friedlich gelöst werden, aber man muss ja den slawischen Bruder jetzt beistehen, man kann eben dieses Land nicht den Nationalisten überlassen und in die Hände spielen. In der Tat ist es halt so, ja, um jetzt sein Handeln oder um seine Person zu bewerten, das ist schon sehr komplex, ne? Und man kann halt auch nicht vorher voraussagen, was er jetzt morgen machen wird oder was er halt übermorgen machen wird. Sicherlich hat er sich jetzt irgendwie international gesehen schon in eine unglückliche Lage gebracht. Also die Sanktionen, von denen jetzt auch immer so die Rede ist, haben ja jetzt nicht das bewirkt, was sie eigentlich bewirken sollten. Das hat auch was damit zu tun, weil gerade die Europäische Union da sehr zurückhaltend ist, also aus guten Gründen. Also 6 Staaten innerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel alle 3 baltischen Staaten, sind ja zu 100% nach wie vor von russländischer Energie abhängig. Wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen, es gibt in Russland rund 6.000 deutsche Firmen, deutsche Unternehmen mit 300.000 Beschäftigten. Und diese 300.000 Beschäftigten sind hauptsächlich Topmanager, die natürlich daran überhaupt nicht interessiert sind, also ihren Arbeitsplatz irgendwie zu verlegen oder irgendwie Geld zu verlieren. Und von daher ist es halt auch alles nicht ganz so einfach. Aber zu der Person Putin, ganz ehrlich, das wäre jetzt noch ein extra Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dein unerschöpfliches Reservoir an Kenntnis über dieses Land. Ich hoffe, dass wir jetzt im Sinne der letzten Wortmeldung mit dem heutigen Abend ein bisschen zu einer differenzierten Meinungsbildung beitragen konnten. Mir haben vor allem die vielen Zwischentöne gut gefallen, also die Facetten in deinen Ausführungen, weil ich glaube, ein Problem dieser Diskussion ist wirklich, dass zu viele Leute zu klare Vorstellungen haben, was da gut und was da böse, wer da schuld und wer da nicht schuld ist. Und ich glaube, das führt in keinster Weise weiter. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für Ihre engagierten Diskussionsbeiträge. Das ist ja immer schön zu sehen, wenn auch noch so ein bisschen politische Leidenschaft mit im Spiel ist. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss.